Servus, Goalies. Wenn ihr nicht wollt, dass Folgendes passiert. Dann solltet ihr ein bisschen Goalie-Skating machen. Aber natürlich nicht mit mir, sondern unsere Einheit wird heute von unserer Nationaltorhüterin Jenny Haas geleitet. Let's go! Hey, mein Name ist Jenny Haas und ich werde euch heute ein paar Power-Skating-Übungen für Torhüter zeigen. Anfangen tun wir mit dem T-Push. Wichtig dabei ist auch wieder, dass eure Hände vorm Körper sind. Immer die Augen zuerst, dahin schauen, wo ich hin möchte. Ist, dass wir nicht da hinschauen, wo wir hinwollen, dass wir nicht hart genug bremsen oder einfach aus der Position gleiten. Darauf immer achten. Zweite Übung war der Shuffle. Wichtig dabei ist, dass eure Schlittschuhkurve nicht zu sehr verkantet, sondern eigentlich, dass die ganz flach auf dem Eis aufliegt. Da tut ihr euch dann noch leichter, dass ihr nicht gegen zu viel Widerstand drückt. Außerdem beim Torwart allgemein immer ganz wichtig, dass euer Rumpf aktiv ist, dass ihr nicht irgendwie aus dem Gleichgewicht kommt und damit eure Hände schön vom Körper halten könnt, Schläger auf dem Eis. Jetzt probiert dieser Hobby-Torwart die Bewegungsabläufe aus. Ja, Hände schön vorm Körper, Augen immer zuerst. Rotation zum Posten. Schön stabile Mitte. Hände bleiben ruhig vorm Körper. Die Übungen mit Jenny haben wir kurz vor dem Corona-Shutdown gedreht. Dann kam eine lange, lange Sommerpause, wo ich aber auf Eis trainiert habe. Ein paar wenig Eiszeiten im Sommer. Und seit Anfang September haben wir wieder Eis in Landsberg, wo ich neben meinem Job als Eishockey-Trainer jede Minute versucht zu finden, wo ich meine Goalie-Skills aufbauen kann. Und ich habe definitiv nicht Jenny Haas Level, aber ich bin der Meinung, dass meine Bewegungsabläufe schneller sind, knackiger sind und sehen besser aus wie Ende letzter Saison. Leute, ihr müsst einfach nur trainieren. Und es ist nicht so wichtig, welche Übungen ihr nehmt. Wir haben euch heute zwei Übungen gezeigt, aber es sind viele andere Übungen. Wichtig ist, dass ihr übt, und zwar regelmäßig. Practice makes perfect. Viele sagen, dass der Torwart der beste Schlittschuhläufer in der Mannschaft sein muss. Nachdem ich beide Positionen jetzt ausprobiert habe, sehe ich es nicht ganz so.
Denn dass Schlittschuhlaufen als Feldspieler definitiv anders ist als Schlittschuhlaufen für einen Torwart. Bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Rückwärts-C-Cuts ist sehr ähnlich zu das Rückwärtslaufen bei einem Feldspieler. Trotzdem muss der Torwart einen brutalen Goalie-Skater sein, weil wenn du dich ins Tor nicht wohl auf deine Kanten fühlst, nicht beweglich bist, lateral, keine Balance hast, dann viel Glück beim Scheibehalten. Vielen Dank an Jenny Haas fürs Vorbeischauen und die tolle Erklärung. Es werden sicherlich mehr Torwart-Videos folgen, denn Goalies sind die wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Ist einfach so. Viel Spaß beim Üben. Haltet diesen Pucks. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.